So, da bin ich wieder und ich habe jetzt neu geladen und ich hoffe, das funktioniert dann jetzt mal. Wir werden aber auf jeden Fall jetzt nochmal richtig sprinten müssen, vor dem Vieh weglaufen. Ist ein bisschen scheiße. Da ist unsere Lichtkugel, zu der wollen wir hin. Yay! Los geht's! Los geht's! Okay. Komm. Da lang, da lang, da lang, da lang. Das war, glaube ich, scheiße, oder? Nee, könnte sogar klappen. Könnte sogar klappen. Ich glaube, ich hätte aber links lang gemusst. Okay, solange das Vieh hinter uns her ist, ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Nein, wir sind sogar richtig. Yay! Komm schon, komm schon. Zur Lichtkugel. Wuhu, wuhu. Hier, Lichtkugel, geh da rein, du Kackvieh. Nicht zu mir. Haha, haha. Wieder reingelegt. Maleficum. Der Geist des Monsters traf auf eine Glaskugel und scheint ihn irgendwie erweckt zu haben. Mein Pfad hat sich geöffnet, doch ich werde immer noch verfolgt. Okay, dann laufen wir mal weg hier. Entkommen wieder Hölle, hier unten. Oh, es speichert. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Weg hier, weg hier, weg hier. Weg, 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 weg. Oh, voll die Actionmusik hier. Was geht denn jetzt hier ab? Oh Gott. Geh da auf. Ein Hebel. Benutze den Hebel. Hat das was gebracht? Warum? Warum hat das nichts gebracht? Der geht nicht. Geht auch nicht. Da ist noch einer. Benutzt den Hebel. Benutzt den Hebel. Der Hebel. Der Hebel. Der Hebel. Und jetzt der Hebel. Wow, okay. Oh, Leute. Raus hier. Warum stürzt jetzt hier alles ein? Warum ist die Tür verschlossen? Scheiße. Wieso kriegt er mich schon wieder? Was ist los hier? Irgendwas muss ich schon wieder machen und ich weiß nicht was. Fuck! Wow! Okay. Gut, dass es gespeichert hat. Wow, okay. Voll das actionreiche Finale. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Boah, man muss so viel flüchten hier in diesem Spiel. Es geht halt weniger so um aktives Kämpfen, sondern echt immer so ein, ja, Lauf, verrecke. Drücke irgendwelche Schalter. Man weiß ja immer nie, was kommt. Deswegen ist es schon, ja, okay, finde ich, dass man auch ab und zu mal stirbt und noch einen Versuch hat, weil keine Ahnung, wie man das sonst beim ersten Mal einfach schaffen soll kann. Aber ja, gut. Ich weiß halt gerade nicht im letzten Raum, wo wir waren, was ich da als nächstes drücken soll. Sieh mal zu. Ich bin voll aufgeregt. Okay, die Tür war zu, ne? Ja. Scheißes Vieh kommt. Was soll ich machen? Hier, zu der Lichtsäule. Geh zur Lichtsäule. Lass dich beschützen. Haha. Ha, es hat mich wieder beschützt. Yeah. Okay, dann geht's ja noch. Dann aber schnell wieder raus. Schnell raus. Speichert. Da raus. Puh, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Hallo? Da. Wow, okay. Heftig. Krass, man läuft hier über die Möbel lang.
da runter? Okay, hallo? Ich bin runtergefallen. Okay. Verbrenne ich? Oder was ist jetzt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier. Was mache ich hier? Wo soll ich hin? Der verreckt mir hier jetzt gleich. Ich bin hier unten und weiß gar nicht, was ich tun kann. Ah, hier kann ich hin. Über diese Bücher. Geh doch mal jetzt über die Bücher. Ey, ich komme hier gerade nicht rüber. Ist egal, kein Problem. Scheiß drauf. Mach mal zu. Boah, man kann ja nicht in diesem Spiel hier springen oder irgendwas benutzen in dem Sinne. Also war ich da gerade irgendwie so gefangen hinter so einem Bücherregal-Ding. Und ja, wenn er da dann nicht rübergeht und an dieser Buchleiter hoch, dann weiß ich auch nicht. Wie irre das am Ende aussieht. Das erinnert mich so an Alice im Wunderland mit den ganzen Möbeln, die in der Luft fliegen irgendwie. Voll komisch. Ja, ich hoffe, ich komme hier nochmal irgendwie raus aus dem Haus. Okay, raus. Raus, ich fall runter. Hab Pech erstmal. Aber die Wand geht hier auf und dadurch bin ich raus. Okay, schnell raus, raus, raus. Rüber über die Büchergeschichten. Und jetzt hier vorsichtig entlang balancieren. Ich sagte vorsichtig entlang balancieren. Boah. Hoch mit dir, ey, ganz ehrlich. Kann doch nicht so schwer sein. Ist es aber. Verdammte Scheiße hier. Komm, rüber. Ja, aber jetzt falle ich immer runter. An der Stelle falle ich runter. Ja, und das... Mann! Hoch. Hoch. Einfach hier rüber geht das nicht auch? Nein, hier komme ich her. Verdammt! Ich komme hier über diese abgekackten Möbel nicht rüber. Ich komme hier nicht rüber. Ich weiß nicht, worüber. Scheiße! Aber das regt mich voll auf. Ich finde es total komisch zu erkennen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Oh, ey. Bescheuert, ganz ehrlich. Immerhin kann ich den Weg jetzt von diesen Büchern hoch. Soll ich da nach links rüber oder wo lang? So, ich hab's geschafft. Oh, okay. Was jetzt? Was jetzt? Ich stand da oben und es ruckelt alles gerade und... Kacke? Einfach nur Kacke. So, ein zweiter Versuch. Es geht weiter. Ich fall wieder runter. Übrigens nicht mein zweiter Versuchsquatsch. Ich hab das nur gerade wieder vergeigt. Aber auf jeden Fall versuche ich es jetzt nochmal. Ich muss jetzt hier lang gehen. Ich habe keinen Bock, immer runterzufallen. Ich hasse es, runterzufallen. Hier warte ich lieber mal, bis das Ding hier kommt. Ja, hier schnell einen Hops darauf und ich falle natürlich wieder runter. Es ist geil, ich liebe es. Ich hasse es, hier runterzufallen. Es ist echt so scheiße. Ja, huste dir einer. Geh da raus, Mann. Ey, ich verstehe das nicht, warum das bei mir nicht klappt, ey. Manchmal schafft er das und dann auf einmal wieder nicht. Es nervt einfach nur. Ja, wieder nicht geschafft, ne? Ich falle hier ständig runter, weil es einfach nur scheiße ist. Man kann halt nicht springen oder so. Das
passiert halt alles automatisch. Das ist so dumm. Ja, ich... Anscheinend kriege ich den richtigen Moment nicht raus oder so. Kannst jetzt hier einfach mal hoch und weiter... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe das nicht. Es nervt einfach nur. Ich krieg den Sprung nicht drauf. Ich verstehe das nicht. Es kotzt mich an jetzt, ey. Dann kann man nicht mehr anders sagen. Scheiße hier, ey. Blöden Kackbücher hier. Jetzt geh mal rauf, du. Alle Pfosten. Jetzt reg ich mich aber langsam auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt gehen wir hier rauf, das Regal, und hops, hops da, verdammte Scheiße. Eigentlich läuft man da echt einfach mal rüber, aber er schafft's halt nicht. Er ist ein bisschen dumm, er kann das halt nicht, ja. So, ich warte jetzt noch eine Runde an. Und weh, das klappt jetzt nicht. Geh doch einfach mal rauf auf das Scheißregal. Geh doch einfach mal rauf auf das Scheißregal. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hab's wieder nicht geschafft. Ich hab's wieder nicht geschafft. Ich hab's wieder nicht geschafft. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Craven Manor ist hinter uns her. Über die Bücher geht's hinauf. In dein Verderben. Dein Verderben. Okay, es geht nicht. Warum geht denn das nicht? Das kann nicht so schwer sein. Warum bin ich so blöd? Und schaff das nicht. Okay, jetzt mal ganz in Ruhe, ja? Mal ganz, ganz logisch hier kurz. Yeah! Yeah, ich bin so gut! Komm, schnell hier rüber über die Bücher! Ja! Ja, über die Bücher und dann hier rüber. Nein! Bis gleich. Yay! Round 3. So langsam kennen wir den Weg. Aber bis nach oben habe ich es auch nicht geschafft. Noch nicht einmal. So, jetzt nicht runterfallen. Fall nicht runter. Über die Möbel. Du schaffst es. Du schaffst es. Ja. Nein, du schaffst es nicht. Macht nichts. Einmal ist okay. Zweimal vielleicht auch. Aber bei dreimal bist du schlecht. Warum stürzt denn hier alles ein? Warum schweben denn die Möbel hier in der Luft? Ist das Zauberei? Oh, ich hab's... Nein! Ich geh da rüber. Ja! 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 Ich hab's geschafft! Bitte speichern! Was sagt das Jonal? Das Monster ist mir den ganzen Weg zurück in die Eingangshalle gefolgt. Ich weiß nicht, wie das enden wird, doch ich weiß, wie das wird enden. Okay. Okay. Beenden wir es. Monster! Da oben bist du!
Bis gleich. Okay. Wenigstens darf ich ab hier beginnen. Das ist sehr freundlich. Sehr freundlich. Oh, oh. Oh, oh. Kannst du raus? Raus? Kannst du endlich raus? Nein, du kannst nicht raus. Was mache ich dann? Was zur Hölle soll ich dann tun? Dann lauf mal nach oben. Ich weiß zwar nicht, auf was das Ganze hier hinausläuft, aber vielleicht kannst du ja oben was machen. Oder so. Ich hab's vergessen. Ich hab echt. Also ich. Was mache ich hier? Guck mal, hier kann ich was machen. Aber das Ding kommt auf mich zu und weg. Scheiße. Scheiße. Okay. Nicht mal abgesehen davon, dass das Spiel total stoppt, aber was soll ich tun? Bis gleich. So, da sind wir wieder in einer neuen Runde. Es geht rein weiter ins Finale und ich habe mich ein bisschen... was ich machen soll. Und hatte ja keinen Plan. Deswegen weiß ich jetzt so ein bisschen, was ich machen soll. Ich war hier oben sogar richtig. Ist schon ein guter Gedanke hier mit dem Ding hier oben. So. Ist jetzt nur so. Komm mal hier, schieß mal. Ja. So, jetzt muss er schießen. Haha. Haha, jetzt hat er nämlich eine Lichtkugel da und so. Hier vielleicht ist keine gute Idee. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe einfach mal hier runter. Hui! Ja, so mache ich das jetzt einfach mal, weil ich glaube, da oben kann ich nicht lang. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Schieß mal hierher. Oh, scheiße. Scheiße. Nein, wieder weg da, Victor, Victor, Victor. Gibt es hier auf der anderen Seite auch noch so ein Ding? Aufpassen. Aufpassen. Nein, aufpassen. Hilfe. Hilfe. Scheiße, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. So, das Ding muss mal hierher kommen. Hallo, beweg dich mal hier. Kackteil. Oh, hat's geklappt? Ah, es hat geklappt, oder? Oder? Oder ne? Das Ding. Ach, da hinten. Deswegen soll ich da hin. Okay, gut. Warte, Moment. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sterbe ich auch nochmal. Aber vielleicht kriege ich es auch hin. Ich bin jetzt hier mit der Tür los. Sieht jetzt voll cool aus. Und so. Und vorher nicht. Komm hier. Schieß rein. Schieß rein. Ja. 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 Sieht doch gut aus. Bisschen ruckelig, aber gut. Oh, Monsterchen wird weggezogen. Das ist ja schon sehr actionreich. Und er ist auch gestorben durch diese Platte, die da ins Gesicht geflogen ist. Wir finden uns unten im Labor wieder, das ist ja auch schön. Jetzt sag mir nicht, das ist noch nicht das Ende. Ich... Er ist selber zu so einem Ding geworden. Oh nein. Scheiße. Siehst du, was habe ich gesagt? Bestimmt sind das alles hier so... Menschenwesen. Ja, das Ende. Wie schrecklich. Eine Holzpuppe geworden. Das ist ja bitter. Ach. Aber wir haben es geschafft. Darüber freue ich mich trotzdem sehr. Ja. Ich habe mich immer... Es sieht hier schon voll rot aus, weil ich so aus Nervosität schon rumjuck an mir hier. Aber das sieht in der Kamera viel schlimmer aus. Ich sehe auch immer aus, hätte ich mich kaum geschminkt. Bin ich aber. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir es geschafft.
Das war ja voll actionreich hier am Ende. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, okay, spielst du das Spiel mal zu Ende eben, aber man, das war ja, hat ja nochmal richtig rangezogen vom Level. Ich muss sagen, ich freue mich doch, dass wir das jetzt mal zu Ende gebracht haben, weil dann doch gegen Ende auch ein bisschen mehr Informationen kamen. Und wie gesagt, also die Experimente, und der hat wahrscheinlich so die Seelen in diesen Holzpuppen ja, gefangen gehalten, so dass er am Ende, weil er ja auch nochmal einen auf den Deckel gekriegt hat, dann doch auch genauso behandelt wurde und selber auch zu so einer Puppe geworden ist. Ich nehme also mal an, es war auch die Familie, die da herumgeisterte und uns die ganze Zeit ja wahrscheinlich auch nur jagen wollte oder uns helfen wollte. Nee, nicht helfen. Die wollten uns schon töten. Also nehme ich mal an, die wollten Hilfe für sich oder waren einfach sauer, dass man sie so lange in eine Puppe eingesperrt hat. Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare jetzt, wie es fandet. So nachdem jetzt 2-3 Monate vergangen sind, wir jetzt erst das Spiel zu Ende gespielt haben. Aber ich denke, da sind noch mal so ein paar coole Sachen jetzt gekommen. Und ich finde das Ende eigentlich gar nicht so schlecht. Und so im Nachhinein muss ich sagen, war das ganze Spiel eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also so mittelgut, würde ich sagen. Und hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Oder wie auch immer, einen Kommentar oder so. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt, was auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Irgendwas läuft ja immer. Und ja. Ja. Dann tschüss, ne? Bevor ich mich hier wieder... Tschüss!